Alex, die hiesigen Five Tens treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein V4. Yo, guten Five Ten Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Hallo und willkommen zurück bei The Crew mit diesem schicken Wagen. Den habe ich nicht im Video getunt, den habe ich einfach mal so getunt und auch ziemlich Geld dafür rausgehauen. Da oben rechts steht 51.000, diese Buckets oder wie sie heißen. Und ich hatte mal 170, aber dieses Auto, man muss dazu auch sagen, Es ist eins von diesen Oldtimer-Autos und ich habe es mir eigentlich nur gebaut, um andere Leute zu demütigen. Also um zu fahren gegen andere, die denken, ja, der hat einen Oldtimer. Na gut, sieht auch irgendwie nicht aus wie ein Oldtimer, aber um dann zu überholen und fertig zu machen. Weil vom Oldtimer besiegt zu werden, ist schon ein bisschen bitter. Ah ja, und ich starte hier gerade dieses Rennen von irgend so einem Fraktionsrennen ist es. Und das hier, ich weiß nicht, ob ich... Ja doch, das habe ich im letzten Video getunt, diesen Wagen. Und habe ihn dann auch im Livestream verwendet. Und dieser Wagen ist einfach nur abgefahren. Und ich glaube, dass ich sogar diese Route im Livestream gefahren bin. Aber ich weiß nicht, ob ich die nochmal fahren muss. Weil die so geblinkt hat. So komisch. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass wir den nochmal fahren müssen. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich eh nicht beim Livestream dabei gewesen sein. Deswegen macht's ja nichts. Aber ich habe da schon gesagt, ich find's einfach richtig geil, hier durchs Gelände zu fahren. Vor allem mit so einem Wagen. Das macht richtig Spaß. Und dann auch mit dieser Kulisse da hinten, mit diesen Satellitenschüsseln. Und dieses Spiel zeigt sich bei solchen Rennen von seiner besten Seite, würde ich sagen. Und ja. Und ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele von euch daran interessiert sind, dass ich War Thunder spiele. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe überlegt, wenn das so ist, dann werde ich auch mehr War Thunder spielen. Dann machen wir das einfach so, dass ich vielleicht jede Woche so 3 Videos von War Thunder mache. Das wäre ein Kompromiss, weil ich will jetzt nicht nur War Thunder spielen, weil nach einer Weile wird das Spiel wird dann einfach nur noch langweilig, wenn man es die ganze Zeit spielt. Man kann es mal einen ganzen Tag richtig die ganze Zeit durchsuchten. Ehrlich gesagt, spielen, nicht durchsuchten, weil durchsuchen geht ja bei dem Spiel fast gar nicht. Aber wenn man es dann das ein paar Tage... Hups. Mann, ich will nach da oben. Und wenn man das dann ein paar Tage macht, dann macht das Spiel nach einer Weile einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen, ich will mir das Spiel nicht kaputt machen. So, den Checkpoint kriegen wir noch. Gut. Und wie weit ist es noch? 2,7 Kilometer. Okay. Ist gar nicht mehr so weit. Aber ich habe da gerade ziemlich Zeit verloren. Und jetzt gerade schon wieder. Mann. Komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Ja, komm. Geht doch. Das ist irgendwie viel anspruchsvoller, dieses Rennen, als alle anderen Rennen. Als diese Straßenrennen oder Geländerennen. Das hier ist irgendwie halt ein Rallye-Rennen. Weil man muss da echt aufpassen, dass man gegenlenkt und alles mögliche, sonst hat man keine Chance. Ihr seht ja, ich habe Mangel an der Zeit, weil ich eben vorhin so schlecht war. Aber hey, Leute, es ist echt extrem. Ich fahre in einem Wald. Gegen keinen einzigen Baum. Wahrscheinlich fahre ich jetzt gleich gegen Baum, weil ich es gesagt habe. Aber in der Stadt fahre ich gegen eigentlich jeden Baum dagegen, den es überhaupt nur gibt. Ja, okay, ich hab's geschafft, ohne gegen Baum zu fahren. Aber normalerweise fahre ich eigentlich immer, wenn ich sage, ich fahre jetzt nicht gegen Baum, fahre ich gegen Baum. Aber es ist bei mir echt so, in der Stadt fahre ich überall dagegen, aber im Wald fahre ich nirgends dagegen. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber das Rennen hier gibt extrem viele Punkte dafür, dass es so kurz ist. So, und blinkt es jetzt immer noch? Ja doch, das blinkt immer noch. Ja, dann war es wahrscheinlich nicht wichtig.
Okay, aber wo... Da wäre eine Story-Mission und ist da eine? Nee, oh, warte, stopp. Da ist sogar eine. Da ist eine Story-Mission. Dann machen wir die. So, jetzt müssen wir eigentlich einen Anruf kriegen, ja. Super. Ich soll für deine Freundin 510 Unterstützung besorgen. Sie ist nicht. Ach egal. Fahr fort. Das ist dein erstes. Klar ist sie meine Freundin. Jungs, also schinde Eindruck. Ich schick dir jetzt eine Route. Gut, ich bin schon da. So, dann starten wir das mal wie gewohnt im Einzelspiel mit unserem Ferrari. Alex, die hiesigen 510s treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein V4. Yo, guten 510-Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Ja, klar doch. Auf geht's. Bloß ich frag mich, wann ich V4 geworden bin, weil ich hab da irgendwie gar nichts mitgekriegt. Zeig ihnen, was ein V4 drauf hat, Alex. Ja, klar mache ich das. Die haben ja auch nur Stufe 100. Ja, was ist Maxim? Oh, vielleicht sollte ich mehr auf die Straße gucken und nicht auf die Level von den Fahrzeugen von denen. Okay, der Größe hat Level 445 und ich sollte wirklich auf die Straße gucken. Mann. Ja, aber komischerweise ist der mit fast dem höchsten Level fast ganz hinten. Also mich ausgenommen. Ich habe 500, keine Ahnung wie viel. Mann. Ha. Nein. Aber das schaffe ich locker. Locker. Weil ich hol die ganze Zeit ein, dann crashe ich aber ein Auto und fall wieder zurück. Verdammt, du stellst dich echt gut an. Ja, ich weiß. Okay, wie weit ist es noch? Noch 8 Checkpoints. Und ich fände es ja irgendwie cool, wenn das reale Spieler wären, aber das sind es leider ja nicht. Also wenn man so, wenn die es irgendwie so gemacht hätten, dass man die Story-Mission gegeneinander spielen könnte, also nicht muss, aber kann, das wäre gut gewesen, aber ich glaube, das wäre dann einfach nicht aufgegangen, weil dann müssten ja immer so und so viele auf dem gleichen Server die gleiche Story-Mission spielen. Verstanden. Okay, mache ich. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, nach wem ich fragen soll, aber ich frage sie einfach mal danach, wenn ich dann hier gewonnen habe. Ah, Mann. Nein, nein, nein. Nein, wie kann ich mich verlegen? Mann. Oh, vielleicht sind die Vegas-Jungs doch etwas zu heiß für dich. Nein, sind sie nicht. Ich bin nur falsch gefahren. Mann, und das ausgerechnet am Ende von dem Rennen. Was? Ich fahre die ganze Zeit in Autos rein und crash nicht. Alter. Nein. Nein. Schlicht und einfach nö. Was? Wie? Oh Mann. Ach komm schon. Die machen ausgerechnet da, wo ich rein muss, eine Leitplanke hin. Mann. So gut, der weicht mir wenigstens aus und... Mann, ich könnte ausrasten. Alter. Nur weil das Ferrari kein Geländewagen ist. Zeig ihnen, was ein V4 drauf hat, Alex. Mach ich. Und dieses Mal richtig. Und dieses Mal nicht ablenken lassen, weil dieses Mal weiß ich ja schon, was für Fahrzeuglevel die haben. Und deswegen fahre ich dieses Mal richtig. Verdammt, du stellst dich echt gut an. Ja, ich weiß. Musst du mir nicht sagen. Vorhin war ich nur so schlecht und habe gegen dich verloren. Weil erstens, du hast mich oft weggerammt. Und zweitens, musste ich auf dein... Hups, Level gucken.
Was für Idioten. Was für Idioten. Alter, geil. Fahren da alle ineinander rein, das war so geil. Oh mein Gott. Okay, ich bin gerade auch nicht viel besser als die, aber ein bisschen bin ich schon besser. Okay, wir brauchen noch 8 Checkpoints und dieses Mal liegen wir wieder vorne an der gleichen Stelle. Aber wir bauen unseren Vorsprung dieses Mal deutlich mehr aus, weil wir nicht so viel Scheiße bauen wie davor. Und auch in eigentlich noch fast gar nichts, außer das eine Auto, das zählt aber nicht, reingefahren sind. Deswegen schnubbere ich schon den Sieg und fahre an die Wand. Mann. Nein, 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 nein. Du überholst mich nicht. Nein. Gut. Verstanden. Nein, 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 nein. So, na, nö. So leicht kommst du nicht an mir vorbei. Da musst du dir was Besseres einfallen lassen. Das kriegst du nicht hin. So, dieses Mal hier ein bisschen langsamer. So, gut. Die Stelle, wo ich vorhin nicht geschafft habe, habe ich dieses Mal gemeistert. Und jetzt können wir auch die ganz normale Straße entlang fahren und dann nicht überholt werden. Und natürlich. Oh Mann. Nein, du darfst nicht an mir vorbei. Darfst du nicht. Was? Alter, ich habe gerade aus Versehen meine Sicht umgestellt. Mann. Nein. Nein. Einfach nur nein. Nein. Aber, Mann. Immer am Ende. Immer am Ende verliere ich dann auch noch. Alex, die hiesigen ja, das weiß ich schon. Wenn ich dieses Mal nicht gewinne, dann spiele ich die Mission nicht. Dann spiele ich eben die anderen, aber die nicht. So, und dieses Mal einfach ganz konzentriert fahren. Du machst das toll, Alex. Ich weiß. Okay, hier am Rand können wir gut vorbeiziehen. So, und da vorne müssen wir rechts. Ja, gut. So. Aber unser Vorsprung ist lang nicht so groß wie vorhin. Mann. Aus dem Weg. Wir brauchen die Jungs auf unserer Seite, Alex. Wenn du ihren Respekt willst, musst du sie schlagen. Ja, mach ich. Versuch ich. Ich mache jetzt keine Versprechungen. Gut. Aber mein Vorsprung ist wirklich nicht so groß wie vorhin. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich. So wird's sein. Wahrscheinlich. Oder ihr seid einfach nur dumme Hacker. Oder ihr seid einfach schlechter als ich. Du Arschloch. Damit seine Corvette da. Kann mich mal. Ich weiß. Ja, hab ich dir schon mal gesagt. Wie wenn der. Ja, gut, gut. Verstanden. Ja, mach ich. Schon zum dritten Mal ja gesagt zu der, aber die hört mich einfach nicht. Das ist nicht der so. Eindruck, den du erwecken willst, Alex. Hey, ich bin noch vorne. Halt das aber Tempo, so. Alex. Ach, was? Ich soll nach hinten. Okay, okay. Ich habe gedacht, beim Rennen sollte man ganz vorne sein, aber okay. Wenn du sagst, ich soll nach hinten. Nee, mach ich doch nicht. Alter, ich hoffe so. Der eine klebt mir wirklich an der Stoßstange. Der weiß nicht, was Sicherheitsabstand ist. So, und jetzt abbremsen. Und jetzt ganz vorsichtig. Gut.
So, und jetzt nirgends mehr reinfahren und einfach ins Ziel. Nach dem nächsten Checkpoint. So, und jetzt einfach ins Ziel, bitte. Bitte, 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 bitte. Gut, in das bin ich nicht reingefahren und Ziel. Ja, endlich, Mann. Danke. Endlich. So, Stufe 38. Wenn ich Stufe 40 bin, dann mache ich auch mir mal einen Rennwagen. Dann können wir mal richtig Gas geben. Weil das ist ja eher so ein Performance-Wagen für... Ich weiß gar nicht, für was Performance-Wagen gut sind, aber... Ja. Aber ich muss euch noch zeigen, meine neue Auto. Guter Stil, wie vor. Das Tattoo lügt nicht. Ich suche nach einer 510 aus der Gegend. Daria. Kennst du sie? Nein, aber ich höre mich um. Gut, neuen Freund. So, und jetzt würde ich gerne mal euch mein neues Auto zeigen. Das, warte, wo müsste das müsste eigentlich der hier sein. Seht euch dieses Biest an. Das sieht erstens diese Aufpepper kosten Schweinegeld 18.000 und zweitens diese Lichter sehen richtig geil aus und wozu diese Scheibe da vorne da ist, weiß ich auch nicht, aber dieser Wagen ist einfach nur geil. Der ist nämlich genauso schnell wie mein Ferrari. Hat zwar wahrscheinlich keine so schnelle Beschleunigung, aber eine viel bessere Lenkung und ist einfach nur richtig geil, dieser. Der lenkt so genial. Nein! Bevor du dich an die nächste Mission wagst. Dieser Wagen, der ist so geil. Und damit werde ich Leute demütigen, ihr glaubt's nicht. Weil dieser Wagen hat eine Beschleunigung, eine gute. Hat eine geile Lenkung. Na gut, hier auch nicht so wirklich. Und jetzt probieren wir einfach mal das hier. Das müsste... Oh, nee. Ja, okay, dafür ist er wirklich nicht gemacht. Egal. Ich wollte mich eigentlich jetzt nur verabschieden, weil es ist jetzt schon Abend und ich muss jetzt dann auch mal ausmachen und das Video vielleicht noch rendern meinte ich natürlich. Und deswegen verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.